Hallo, herzlich willkommen bei Sunny Tested. Heute möchte ich euch diesen süßen kleinen Astronauten vorstellen, der gleichzeitig ein Sternenlichtprojektor ist. Ich habe ihn jetzt hier an die Küchentresen da projizieren lassen, damit ihr euch das mal alles von nahen anschauen könnt. Selbstverständlich reicht es weit bis unter die Decke, aber hier kann man das auch besonders gut sehen. Gut, jetzt gehen wir einmal hochkant, damit ich euch den kleinen Schatz vorstellen kann. Hier habt ihr einmal, wie ihr steht. Hinten ist im Rucksack die Technik und hier sind die Schalter, wo man an- und ausschalten kann oder Effekte einstellen kann. Ich kann es ja mal probieren. Hier kann ich die Farben ändern. Das ist auch besonders schön, finde ich. Und hier ist der Laser. Ja, zum Laser. So süß wie dieser kleine Astronaut auch ist, muss ich ganz klar sagen, hier ist ein Laser verbaut. Das gehört also nicht in Kinderhände, die hier mal eben ganz leicht draufschauen können. Und ihr seht jetzt hier schon, wo der Laser ist. Das ist gefährlich. Also, das ist sicherlich ein toller Projektor mit einem totalen Hingucker fürs Kinderzimmer. Aber definitiv ist das nicht geeignet, in Kinder Hände zu geben. Wenn man ihn aufs Regal stellt und dann anstellt, wo die Kinder nicht drankommen, selbstverständlich toll und voll in Ordnung. Aber bitte nicht zum Spielen in Kinderhände geben. Das hier gefällt mir ganz besonders gut. Ich zeige euch das mal. Das ist mit einem leichten Magneten. Den kann man abnehmen. Und dadurch kann man diesen Projektor super gut ausrichten. Er kann Sterngucker sein oder er kann auf den Schrank zeigen, überall hin, wo man möchte. Er kann auch lustig gucken, ganz niedlich. Die Stabilität hat der kleine Astronaut von diesem Fußgummiteil hier. Oh, da steckt man ihn rein, dann steht er auch wirklich sicher. Und er ist allerliebst. Also ein Sternprojektor, der mich immer noch sehr begeistert. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Würde mich über einen nützlich sehr freuen.